Wir sind in einem demokratischen Legitimierungsprozess. Alle 4 Jahre machen wir das und wir werden heute hier auch unsere Fachbereiche neu wählen. Wir sind in Verdi ja breit aufgestellt. Wir haben die Fachbereiche zum Thema Gemeinden, Bund und Länder. Wir haben Sozialversicherung, wir haben Ver- und Entsorgung und so weiter. Also eine ganze Menge. So, und da sind wir mit unseren ehrenamtlichen Kollegen heute hier unterwegs, um zu sagen, wer geht perspektivisch hier in den nächsten 4 Jahren da in die Arbeit. Kolleginnen und Kollegen zu finden, die dort weitermachen wollen, die sich einbringen wollen und die ihren politischen Auftrag eben auch in dem Fachbereich dann umsetzen wollen und da Mitstreiterinnen und Mitstreiter finden für eine gute gewerkschaftspolitische Arbeit in den Fachbereichen. Das machen wir heute hier und da freuen wir uns, da genügend Kolleginnen und Kollegen zum Mitmachen zu motivieren. Der heutige Tag dient unter anderem auch dazu, die Vertreterinnen und Vertreter für die sogenannten Personen- und Statusgruppen. Das sind Erwerbslose, das sind Beamte, das sind Arbeiter, das sind Seniorinnen und Senioren zu wählen. Auch diese Gruppen in Verdi haben entsprechend Vertretungen, die in den Vorständen genau die besonderen Belange der Kolleginnen und Kollegen hier berücksichtigen und vertreten sollen. In diesem Sinne finden heute nicht nur die Fachbereichsveranstaltungen statt, sondern finden auch die Personen- und Statusgruppen statt. Der Tag ist damit ziemlich vollgefüllt, aber wir glauben, dass eine Ballung dieses Angebotes am ehesten dazu führt, dass viele unserer Mitglieder dem Angebot auf Mitmachen folgen können. Martina Holler und ich gehöre zum Verdi Forum Nord und mein Projekt ist das Beratungsnetz Weiterbildungsberatung Schleswig-Holstein und ich informiere Menschen, die in Arbeit sind oder die sich umorientieren wollen zu Weiterbildungsmöglichkeiten und zu Aufstiegsweiterbildung und zu den Förderprogrammen dazu. Das ist total spannend, weil die meisten kennen sich da nicht so aus und wir haben zum Beispiel ein ganz tolles Fördermittel vom Land Schleswig-Holstein, das ist der Weiterbildungsbonus Pro. Das ist begrenzt, das ist eine Maßnahme vom Land Schleswig-Holstein wegen dieser Pandemie. Und da muss der Arbeitgeber 10% der Weiterbildungskosten tragen, dann übernimmt das Land 90%. Das kann man 4-mal in Anspruch nehmen und die wenigsten wissen darüber. Es ist unkompliziert, ist egal, wie viel man verdient. Und das kann man nur noch bis Ende Juni 2023 in Anspruch nehmen. Mein Name ist Jürgen Schulz, ich bin der Regionalbeauftragte der GOV Fakulta für die Region Nordost und vertrete hier meinen Kollegen Frank Schäfer bei der Veranstaltung. Wir sind eine Unterstützungseinrichtung der DGB-Gewerkschaften und unterstützen die Kolleginnen und Kollegen vor allen Dingen im Falle von Arbeitnehmerhaftung im Betrieb, also wenn sie vom Arbeitgeber in Regress genommen werden, weil sie einen Schaden verursacht haben. Wir haben nur Notfallunterstützung, wir haben ein Krankenhaustagegeld, also 10 Unterstützungsleistungen für Kolleginnen und Kollegen, die aber nur Mitglied werden können und nur Unterstützung bekommen, wenn sie Mitglied einer DGB-Gewerkschaft sind, also hier in dem Falle Verdi. Und wir sind also keine Versicherung, sondern eine reine Solidarkasse der DGB-Gewerkschaften.